Hey, Gurudev. In den letzten Tagen hatte ich ja ganz schöne Beziehungen oder Kontakt mit Soham. Und das ist ja auch eine Beziehung in einer bestimmten Form. Und damit haben wir alle zu tun mit Beziehungen. Es geht eigentlich immer nur um Beziehungen. Das ganze Leben. Kaum sind wir geboren oder selbst wenn wir noch gar nicht geboren sind, sind wir ja schon in Beziehung mit der Mutter. Das ist eine ganz enge Beziehung, das ungeborene Kind zur Mutter. Und da wird ein Kind geprägt. Da wird ein Kind schon geprägt fürs Leben. Und wenn das eine wirklich schöne, innige Beziehung ist, Embryo, Mutter, dann ist da der Same gelegt fürs ganze Leben. Das ist, wenn das Kind geboren wird, wenn es mit Liebe umgeben wird. Das ist wie auch ein Team, nicht so das Kind und die Mutter ist wie ein inniges Team. Und das Kind ist so unschuldig und ist ganz auf die Mutter angewiesen. Und wenn die Mutter in der Liebe ist, so ganz in der Liebe mit dem Kind, dann wird das Kind genährt durch die Liebe. Dieser innige Bezug zur Mutter von dem Kind zur Mutter und vom Kind von der Mutter zum Kind, das ist wie eine Einheit. Man kann sie nicht voneinander trennen. Genauso als das Baby noch im Bauch war, da war es auch eine Einheit. So ganz selbstverständlich. Da war das Kind direkt am Kreislauf der Mutter angeschlossen. Und wenn es geboren wird, dann beginnt es schon ein bisschen so die Trennung. Hier ist das Kind und da ist die Mutter. Und die Trennung wird immer mehr, immer mehr. Und das Kind wird immer selbstständiger. Bekommt so ihr das eigene Leben. Und wenn wir sagen, so das Kind ist jetzt herangewachsen, ist kein Kind mehr, ist ein Erwachsener geworden, da ist die Trennung so groß, die Abnabelung ist so groß, da sagen wir, ja, jetzt dieser Erwachsene jetzt, das vom Kind zum Erwachsenen, steht auf eigenen Füßen. Aber im Grunde genommen ist man aus dieser Einheit, die ursprünglich war, mit Mutter und Kind, ist man raus und steht auf eigenen Füßen in Isolation. Trennung. Aber dieses Gefühl, was ein Kind hat, Embryo, was ein Embryo hat, diese Einheit, das tragen wir alle in uns. Jeder möchte diese Einheit haben. Und deshalb gibt es Beziehungen. Nicht? Wir sind immer Bezug zu jemandem, um zu dieser Einheit zu kommen. Niemand möchte getrennt sein. Und da sind die Wege ganz unterschiedlich, um wieder zur Einheit zu kommen. Sehr intensiv ist es, wenn man verliebt ist, wenn man einen Partner hat, den man liebt. Und dass, wenn man ganz verliebt ist, das ist auch Einheit. Da hört die Trennung auf, weil da überwiegt einfach die Liebe. Und alles, was vorher Trennung war, das löst sich in dieser Liebe auf.
wie mit dem Kind und der Mutter, wo keine Trennung ist. Aber wir wissen, wir sind nicht dauerhaft in dieser Verliebtheitsphase. Und dann beginnt dann die Trennung wieder in der Beziehung. Vielleicht ist man schon verheiratet. Vielleicht sind schon Kinder da. Aber dennoch ist dieses Bedürfnis nach Einheit da. Und wie wir aus unseren letzten Gesprächen gehört haben, gibt es viele Beziehungen, wo die Trennung so stark ist. Da gibt es nicht so diese Einheit oder diesen starken Bezug zum Partner, dass man da so ganz in Übereinstimmung ist, dass man zusammenschwingt, wie der Vogel mit seinen zwei Flügeln, kann er seinen ganzen Körper bewegen. Und wenn jetzt ein Flügel nicht richtig schwingt, dann kommt der Körper durcheinander. Und das ist genauso in der Partnerschaft. Wenn beide Flügel richtig miteinander kohärent sind, miteinander im Fluss sind, dann können sie überall hinfliegen und alles schaffen, alles gestalten. Sie werden immer viel mehr Kraft haben, wenn sie gemeinsam in Übereinstimmung sind, in Harmonie sind, in Liebe sind, um durch das Leben zu fliegen, um all die Projekte, die aufkommen im Leben, ob es nun Kinder sind, Kinderwünsche, die erfüllt werden möchten, ein Haus, Auto, Sport, Fitnessstudio, Motorradfahren, Fahrradtouren, Bergsteigen, alles, was uns in unserem Leben begegnet, gemeinsam zu machen. Und Partnerschaft heißt, du lebst für den anderen. Wenn du für dich leben möchtest, dann macht eine Partnerschaft keinen Sinn. Wenn du dein Ego ausleben möchtest und so nur auf dich bezogen, da brauchst du keine Partnerschaft. Partner heißt, ich lebe für den anderen. Und wenn beide das machen, ich lebe für den anderen, und der andere macht das jetzt auch, ich lebe für den anderen. Ich lebe für meine Frau. Die Frau sagt, ich lebe für meinen Mann. Das muss nicht nur eine Ehe sein, das kann genauso eine Liebesbeziehung sein, eine Partnerschaft, nicht Partnerschaft, oder so, wo man eng zusammen ist so und man weiß, boah, wir gehören zusammen, wir möchten das Leben gemeinsam gehen, wie der Vogel mit beiden Flügeln jetzt so, den schweren Körper bewegt nicht, so wird das Leben jetzt von beiden Partnern so getragen, geführt, gelenkt. Und die Frau, wenn das so schön übereinstimmt, die Frau, die ist von Geburt aus, von der Natur aus, dem Göttlichen, sage ich mal, so dem Göttlichen etwas näher als der Mann. Das hängt mit diesen Chakren zusammen, Energiechakren. Und deshalb sagt man ja auch oft, die Frau ist wie eine Kompassnadel, die dem Mann jetzt zeigt, boah, lass uns hier lang gehen. Lass uns da lang gehen. Ich spüre in mir intuitiv, dass das der bessere Weg ist. Und wenn die so übereinstimmend sind, dann hat der Mann die Antennen für seine Frau und hört genau hin und er weiß in sich, die Frau ist intuitiver als er.
Aber er ist körperlich, er hat die Muskeln und ist viel stärker. Der kann das umsetzen, was die Frau aufgrund ihres Nervensystems nicht so gut kann. Die Frau ist von Natur aus feiner, sensibler, feinfühliger. Und deshalb ist es ja auch so, dass sie die Kinder gebärt nicht und auch diese Liebe für die Kinder hat und so nicht, und weil sie genau fühlt, was die Kinder immer brauchen und so. Und der Mann ist mehr so dazu da, nicht, dass er das Grobe macht, so nicht diese gröberen Aktivitäten, die ja auch gemacht werden müssen, nicht, und die Kohle muss runtergebracht werden oder raufgeholt werden, um den Ofen zu heizen, nicht, oder irgendwie Geld verdienen, und all die Dinge gehören genau genommen zum Mann. Diese gröbere Seite des Lebens ist für den Mann, die feinere Seite des Lebens ist für die Frau. Die Frau sorgt dafür, dass die Kinder schön haben, dass der Mann es schön hat und nett hat, wenn er nach Hause kommt, dass Harmonie da ist, so, dass Essen auf dem Tisch ist und so, all diese Dinge. Und der Mann sorgt dafür nicht, dass das Auto repariert wird, dass da Geld reinkommt und so. Das ist so herkömmlich, das hat sich jetzt so durch unsere neue Zeit einfach überschnitten. Dass das so gar nicht mehr so richtig auseinandergehalten wird, wird aber schade. Vom Spirituellen ist es sehr schade, weil die Frauen dann viele Tätigkeiten machen müssen, die gar nicht so gut sind für ihre eigene Entwicklung. Sie müssen sozusagen den Mann stehen auch, weil genau genommen die Männer nicht in der Lage sind, ihre Mannesrolle wahrzunehmen. Und viele Frauen sind auch nicht in der Lage, ihre Rolle als Frau wahrzunehmen. Und deshalb ist das so ein bisschen auch so in den Beziehungen ein bisschen Kuddelmuddel, dass da nicht so dieser Gleichklang da ist, weil schon alleine von der Rollenaufteilung es nicht immer so ganz korrekt verläuft, wie es im Sinne der Natur gedacht ist. Nicht, dass die Frau für das Feine ist und der Mann für das Gröbere. Und diese ganzen, was wir immer so erfahren jetzt, und das, was hier auch so schön zum Ausdruck kam in euren Kommentaren, ist, dass da immer so Differenzen sind. Ich bin jetzt so, möchte gerne meditieren, er möchte gerne Fußball sehen und ich möchte gerne das essen, er möchte gerne das essen. Dass da so ganz viele Differenzen sind, die denn auch Spannungen hervorrufen, wenn man mit sich selbst nicht so eins ist. Auch da kommt wieder die Einheit, nicht diese Beziehung zu sich selbst, nicht? Das ist auch, wir gucken immer Beziehung so, du und ich ergeben ein Wir, aber die Beziehung zu dir, zu deinem Körper, zu deinem Aussehen, zu deinen Talenten, zu deinen Fähigkeiten, du mit deinem Beruf und mit deiner Verantwortung, mit den Kindern, zum Mann und so, alles, was das bei dir so bewegt, das spielt auch eine ganz wichtige Rolle in dieser Zweierbeziehung oder auch die nicht ist. Also wenn ich Zweierbeziehung sage, betrifft eigentlich alle Beziehungen, auch Beziehungen zu den Kindern, Beziehungen zum Arbeitgeber, zu den Freunden, so überall und selbst auch zu Gegenständen. Nicht jemand kann zum Motorrad eine sehr enge Beziehung haben. Und das ist also von der Person zum Motorrad ist auch eine Beziehung. Zu den Tieren, zur Katze, zum Hund sind auch alles Beziehungen. Das aber diese wechselseitige Wirkung, die haben wir ja nicht dann. Die Moderat kann nicht widersprechen. Eine Katze schon eher, die hat so ihren eigenen Willen. Aber, und das natürlich jetzt, und deshalb bei der Zweierbeziehung, das ist so auch am intensivsten, nicht? Weil der andere kann immer widersprechen, der kann auch sein Ego zum Vorschein bringen, er kann auch seine Gefühle, seine Empfindungen, alles so dem anderen zeigen. Und da geht es immer darum, dass jeder den anderen nimmt, wie er ist. Das ist ja, ich bin für dich da, du bist für mich da. Das heißt, ich liebe dich und dieses Liebesband verbindet uns
Und jeder kann trotzdem seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Universum voll leben, aber es wird so gelebt, dass es der andere nicht dadurch verletzt wird. Oder dass der andere nicht immer in Widerstand kommt. Und da muss auch jeder selbst bei sich gucken, das kann gar nicht der andere machen, dass er aus seinen eigenen Widerständen herauskommt. Wenn du deinen Körper nicht lieben kannst, wenn du in den Spiegel schaust und du kannst deinen Körper nicht lieben, findest dich vielleicht nicht so hübsch oder so, fühlst du, Mensch, hast vielleicht ein Kilo zu viel oder dies oder jenes, ich mag mich nicht und so. Genau das drückst du auch in der Partnerschaft aus. Das, was du bei dir empfindest, empfindest du auch bei deinem Partner. Dann wirst du auch bei deinem Partner sagen, nein, deine Haare, die sind zu lang und das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und deine Aufmerksamkeit geht immer leicht dann zu den Dingen, die dir nicht gefallen, statt zu den Dingen, die dir gefallen. Weil jeder hat ganz viele Sachen, ganz viele Ausdrucksformen, die man lieben kann, die man wertschätzen kann. Und die anderen, den schenkt man einfach nicht so viel Bedeutung. Weil man kann den anderen nicht verändern. Das Einzige, wenn du etwas anderes in deiner Beziehung haben möchtest, ist, dass du dich selbst veränderst. Dass du dich vor dem Spiegel stellst und siehst, boah, ich bin eine hübsche Frau, meine schönen langen Haare. Und selbst wenn du schon älter bist und deine schon ein paar Falten hast oder so, schau in die Augen, wie die strahlen, wie schön du bist. Und auch da immer gibt es was Schönes zu sehen und darüber sich zu freuen und genau das zu übertragen auf den Partner und dann nachher auch auf die Kinder, auf deinen Arbeitgeber. Auf alles kann man es übertragen, dass man immer die Blüte sieht. Die Blüte. Immer die Blüte statt die Dornen. Immer. Das soll auch kein Moodmaking sein. Es ist einfach von Natur so, dass wir uns viel wohler fühlen mit uns und mit den anderen, wenn wir auf der positiven Seite sind. Und wenn wir gar nicht anders können, immer so ins Negative rutschen, dann ist es unbedingt notwendig, dass wir in uns Einkehr nehmen. Dass wir in uns selbst hineinschauen, nicht auf das, was uns nicht gefällt im Äußeren schauen, sondern in uns hineinschauen und da reine machen. Weil die Welt, der Partner ist ein Ausdruck von dem, was du bist. Das, was du bist in dir, das spiegelt dir dein Partner. Wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, das geht dir auf den Keks, du magst es nicht, du willst es nicht, bist im Widerstand damit, dann musst du den Widerstand in dir selbst auflösen. Jeder Versuch, den anderen zu ändern, kann nur so weit Früchte tragen, wie der andere bereit ist dazu und auch die Fähigkeit oder Möglichkeit hat, diese Veränderung zu vollenden oder so deinen Wunsch entsprechend sich zu verändern. Und das ist nur möglich im Rahmen seines eigenen Bewusstseins. Wenn er nur 10% Bewusstsein hat oder ist sich seiner selbst nur 10% bewusst, dann kannst du in diesem Rahmen auch nicht vielleicht so hier und da Veränderungen erreichen. Zum Beispiel, dass du sagst, hier ist eine Krawatte, die sitzt immer schief, nicht? Setz mal, tu die mal gerade und so nicht. Wenn er diese Toleranz von 10% hat und das übersteigt jetzt nicht seine Toleranzgrenze, dann wird das einfach machen. Der ist dann dir dankbar dafür, dass du ihm das gesagt hast, boah, schmatzt nicht so laut. Boah, ist so toll, ich habe das völlig vergessen. Du bist ein Schatz. Da kann das. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas sagst, nicht, hier, du musst viel mehr Geld verdienen, das reicht nicht aus für unseren Haushalt, wir brauchen mehr Geld und so nicht. Und er schon so mit seinen 10% an der Grenze des Geldverdienst, der kann da nicht jetzt da viel mehr Geld verdienen. Und dann wird er sauer, da kommt ein Widerstand. Also wenn du das möchtest, dass er mehr Geld verdient, geh zu dir selbst, schaff in dir selbst eine wunderschöne Atmosphäre, bring diese wunderschöne Atmosphäre zu deinem Partner
Umgib ihn mit deiner Liebe, mit deinem Verständnis, mit deiner Widerstandslosigkeit. Und du wirst sehen, ohne ein Wort über Geld zu verlieren, plötzlich kriegt er eine Lohnerhöhung, weil du durch deine Liebe ihm die Kraft gegeben hast, den Frieden gegeben hast, entspannt zu sein. Und Erfolge kommen immer nur dann zustande, wenn wir entspannt sind. Nicht, wenn wir unbedingt was wollen. Nein, wenn wir in der Stille sind, wenn wir im Frieden sind, wenn wir glücklich sind mit dem Partner, wenn wir ihn lieben. Und wenn diese Liebe ihren Ausdruck findet dadurch, dass der Partner mehr in Frieden kommt, mehr in seine Kreativität kommt, mehr in seine Klarheit kommt, dann drückt sich das auch in der Form aus, dass er mehr Geld verdient. Oh, der Ton ist viel zu leise. Sorry, was mache ich denn da? Oh, ist der Ton jetzt lauter? Ich habe ihn jetzt höher gestellt. Ich hoffe, aber okay, ich lasse es jetzt mal so. Ich bin jetzt auch durch mit dem Video. Ich mache das ja separat, auch die Videos, diese Live-Videos mit meiner Kamera, die habe ich jetzt hier auch an. Und wenn man es gar nicht hören kann, dann könnt ihr euch das Video auch gerne auf der, was ich denn hochladen werde, auf YouTube, dann könnt ihr euch das Video ansehen. Tut mir leid, ich habe da nicht gleich drauf geachtet. Werde ich besser machen, nächstes Mal. Also ich habe an sich die Einstellung nicht verändert. Gut, schauen wir mal. Vielleicht muss ich meinen Computer nächstes Mal erstmal neu starten. Okay. Das ist mit dem Geben. Wir können nur empfangen, wenn wir geben. Immer im Leben so. Und ganz stark halt in der Partnerschaft. Weil, stark in der Partnerschaft, weil wir am stärksten mit unserem Partner und auch mit den Kindern so, nicht überall, wo wir tief in den Gefühlen sind mit dem anderen, da ist auch die stärkste Wechselbeziehung. Nicht? Wie ich in den Wald hineinschrei, so schallt es auf mich zurück. Und wenn ich Liebe, Anerkennung und Wertschätzung meinem Partner gebe, was er braucht, jeder braucht das, benötigt das, dann kommt auch das in irgendeiner anderen Form auf mich zurück. Wenn ihr jetzt zu dem Thema hier noch Fragen habt oder nichts habt, ist auch gut. Ich bedanke mich und wünsche euch allen eine wunderschöne Partnerschaft. Und erblühen wird jede Partnerschaft wird erblühen, wenn du in dir selbst erblühst. Wenn du selbst in deine Stille kommst, wenn du selbst aus dir selbst die Liebe spürst, erfährst und sie ausdrückst. Weil die Quelle von allem ist in dir. Das heißt auch, die Liebe, die Wertschätzung und alles, was du ausdrückst, ist ein Ausdruck von dir. Und wenn du in der Liebe gegründet bist, dann bist du im Frieden und da sind keine Probleme. Da ist kein Widerstand. Alles, was wir so probieren, damit es im Äußeren gut funktioniert, sollte im Innern sein, in uns. Weil wir können uns nicht wirklich verändern. Wir können nicht wirklich in der Liebe sein mit uns, mit den anderen,
wenn wir nicht selbst in uns selbst die Liebe realisiert haben. Realisiert haben heißt auch, die Liebe ist schon da. Wir müssen uns nur dafür öffnen. Sie ist da. Sie wartet darauf, dass wir sie erkennen. Und wenn wir sie erkennen, dann nehmen wir uns in die Arme, uns selbst. Und dann nehmen wir auch den anderen in die Arme, weil dann können wir das. Aber wenn wir nicht mit uns selbst in der Liebe sind, wie soll es dann möglich sein, den anderen in die Arme zu nehmen oder auch in Liebe mit dem anderen zu sein? Das größte Geschenk in jeder Partnerschaft ist, wenn wir in Liebe mit uns selbst sind. Jai Gurudev. Jai Gurudev.